Welches Objektiv wofür? Viel Brennweite, es gibt Zoom-Objektive. Wozu braucht man was? Was sagt eigentlich die Blendenzahl aus? Darum geht's heute. Bevor wir mit viel Theorie anfangen, würde ich mal sagen, wir filmen jetzt ein bisschen was und ich zeige euch die verschiedenen Brennweiten und ihr schaut einfach mal, wie die so auf euch wirken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr es schon ein bisschen erahnen konntet, für welche Shots man ungefähr welches Objektiv braucht. Und jetzt gehen wir so ein bisschen auf alle Objektive ein. Aber das Ganze ist nicht nur wichtig für Objektive, sondern eben auch für Handys. Denn mittlerweile haben einfach die meisten Handys mehrere Kameras und das sind eben verschiedene Brennweiten. Nun, und das ist jetzt das dritte Video von der Basic-Serie übers Filmen. Falls ihr die anderen zwei zur Komposition und zur Filmeinstellung noch nicht gesehen habt, könnt ihr einfach mal da klicken. Und jetzt reden wir mal über Brennweiten. Das Ganze wird nicht allzu technisch sein, denn ich habe Physik aus einem Grund abgewählt. Nein, sondern wir gehen so ein bisschen mehr auf Real-Life-Situationen ein. Weil das ist ja eigentlich am Ende das, was uns interessiert. Schlaue Menschen haben einfach irgendwann mal angefangen, das Ganze zu kategorisieren. Und im Endeffekt fangen wir mal ganz unten an bei den Weitwinkelobjektiven. Und man kann sich so Pi mal Daumen merken, dass einfach je kleiner die Brennweite ist, also die Millimeterzahl, desto weiter ist eben der Weitwinkel. Da gibt es eben die Kategorie der Ultraweitwinkelobjektive. Die fängt an eben so ungefähr bei 8 mm. Das ist dann oft ein Fisheye-Look, ein sehr, sehr spezifischer Look. Und es geht dann eben bis zu 24 mm. Also dieses Objektiv mit 18 mm wäre auf jeden Fall schon mal ein sehr weites Objektiv. Und nun ja, wozu braucht man die? Nun, im Endeffekt, was man super aufnehmen kann, weil man ja viel drauf bekommt, ist Landschaft. Aber es gibt auch ein paar Nachteile. Und zwar, was nicht so gut ist, ist, dass die Weitwinkelobjektive oft sehr verzerren. Das heißt, wenn man Sachen zum Beispiel sehr nah an einen Weitwinkel bringt, sehen die Sachen oft ein bisschen anders aus, als sie eigentlich tun. Gerade bei Gesichtern, es gibt immer wieder super kreative Porträts mit Weitwinkel, aber im Endeffekt muss man sagen, jetzt so typische Porträtlinse ist es nicht. Und nach den Ultraweitwinkelobjektiven kommen die Weitwinkelobjektive. Denn man kann so ungefähr sagen, so ab 24 mm aufwärts bis, ich würde mal sagen, 40 mm, da sind eben dann die Weitwinkelobjektive. Zum Beispiel hier auch eben dieses 25 mm Objektiv oder eben hier auch ein 35 mm Objektiv. Nun ja, aber wozu brauchen wir die? Hauptsächlich eigentlich immer noch für das gleiche wie Ultraweitwinkelobjektive. Man kann damit immer noch super Szenen darstellen, also zum Beispiel eine Straße, Gebäude, Landschaften. Aber was ich super gerne mag, und das ist gerade so 24, 25 mm, ist tatsächlich Menschen fotografieren und filmen. Ich liebe es total, Menschen in Bezug zu der Umwelt darzustellen. Also wenn eine Person einkaufen geht. Und genau dafür zum Beispiel benutze ich sehr gerne eben solche Objektive. Nachteil an solchen Objektiven, man kann immer noch nicht sehr nah rangehen, ohne dass eben die Gesichter verzerren. Nun, und dann kommen wir so zu einem Bereich, ich würde mal sagen, so ab 40 bis 60 mm. Und das ist da, wo ungefähr unser Auge liegt. Da sehen die Sachen einfach sehr natürlich aus, so wie wir sie kennen. Und nun ja, das ist einfach ein sehr bekannter Look. Und diese Brennweite eignet sich eigentlich für alles. Also im Endeffekt, man kann damit Straßen fotografieren, man kann Häuser, man kann Menschen, man kann Hunde damit fotografieren. Alles ist möglich. Aber es hat halt einfach einen gewissen Look, wo man sagt, ja, kenne ich. Manchmal ist das sehr gut, manchmal ist es halt ein bisschen langweilig. Nun, und dann kommen wir eben noch zu Objektiven, die mehr haben als 60 mm. Und das ist zum Beispiel jetzt auch ein Zoom-Objektiv, 28 bis 75 mm. Ich habe auch noch ein 85 mm, was sich super gut eignet für Porträts. Denn ab ungefähr 70 mm bis vielleicht 200 mm kann man sagen, ist ein Telebereich. Und da sind einfach Gesichter super angenehm zu zeigen. Und das Gute ist einfach, dass die Gesichter sehr natürlich aussehen und gleichzeitig eben ist nicht viel drumherum. Wenn man jetzt 25 mm etwas fotografiert, dann sieht man natürlich, was drumherum passiert und das lenkt oft ab. Hingegen bei einem Porträt sieht man nur noch die Person und der Fokus geht einfach direkt dorthin. Und ab 200 mm ist dann eben super Tele, also sprich, damit kann man dann Monde fotografieren und, und. Nun, und jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, Halleluja, das sind ganz schön viele Brennweiten und ganz schön viel Geld, wenn man für alles ein Objektiv haben will. Und ich zum Beispiel, ich fotografiere oder filme sehr selten mit Tele, also ich habe einfach nur noch ein 75 und mehr habe ich gar nicht. Ja, manchmal vermisse ich vielleicht eins, aber im Endeffekt eigentlich film und fotografiere ich eher weit. Und da gibt es aber auch schon sehr viele Objektive. Also welches Objektiv solltet ihr euch holen? Nun, da gibt es auch noch ein paar andere Faktoren, wie zum Beispiel
die Blendenzahl oder eben ob es ein Zoom-Objektiv ist oder nicht. Aber im Endeffekt könnt ihr euch eine Sache schon mal merken. Es heißt einfach wirklich viel ausprobieren. Aber vielleicht helfen euch gleich die Fakten nochmal, um so ein bisschen eine Ahnung zu haben, wonach ihr überhaupt sucht. Nun kommen wir zur Blendenzahl. Die orientiert sich wiederum an der Blendenöffnung, also der Lamellen. Und das kann man dann irgendwie mathematisch ausrechnen. Und am Ende sagt das einfach nur, wie viel Licht auf euer Sensor kommt und wie unscharf ihr den Hintergrund bekommt. Ihr könnt euch einfach merken, je kleiner die Blendenzahl, desto größer die Öffnung und desto mehr Licht, aber gleichzeitig eben auch desto schwieriger zu fokussieren, weil im Endeffekt ist ein Punkt halt scharf und der Hintergrund und der Vordergrund ist komplett unscharf. Nun, da gibt es eben die Blendenstufen. Ich blende sie mal hier ein. Blendenstufen einblenden, aber im Endeffekt könnt ihr euch einfach nur ein paar Zahlen merken. Diese stehen dann zum Beispiel auch schon hier auf dem Objektiv drauf. Wenn ihr quasi von 1 auf 1,4 geht mit der Blende, dann verringert ihr eure Lichtintensität, also das, was auf den Sensor kommt, um eben die Hälfte. Und das müsst ihr dann eben mit der ISO zum Beispiel kompensieren. Nun, dementsprechend könnt ihr jetzt auch schon ungefähr sagen, für welche Situationen ihr viel Licht oder eben wenig Licht braucht. Also wer einfach tagsüber die meiste Zeit Landschaften fotografiert, der braucht jetzt nicht unbedingt eine Blende von 1,4. Jetzt wisst ihr ungefähr, was ihr filmen wollt und vielleicht auch, welche Blendenzahl ihr braucht. Und jetzt werdet ihr sagen, hey, ganz ehrlich, dann kaufe ich mir noch einfach ein Zoom-Objektiv. Wozu brauche ich mehrere Objektive? Zoom-Linsen und Festbrennweiten, da gibt es eben Unterschiede. Zum Beispiel ist es meistens so, dass Zoom-Objektive einfach mal mehr kosten. Gerade Festbrennweiten kann man oft auch schon sehr billig kaufen. Nicht alle, es gibt auch sehr teure Festbrennweiten. Nun, und die nächste Sache ist auch gerade, wenn ihr überlegt, hier sind 28 mm, also ein Weitwinkel, und das Ganze geht zu 75, also ein leichtes Tele. Also das ist von der Ingenieursarbeit wirklich krass, das alles hinzubekommen. Und dementsprechend ist es aber auch schwer, da zum Beispiel eine Blende von 1,4 zu verbauen. Vielleicht auch unmöglich, ich weiß es nicht. Wohingegen 50 mm 1,8 von Sony ist halt so eine Standardbrennweite und kostet jetzt nicht die Welt. Nun, und wenn ihr jetzt trotzdem sagt, ihr habt 1000 Euro Budget und ihr werdet euch eine Festbrennweite oder eben ein Zoom-Objektiv holen, dann ist es meistens so, dass bei der Festbrennweite trotzdem die besseren Gläser verbaut sind und dass einfach die Optik nochmal besser ist. Deshalb zum Beispiel liebe ich und schwöre ich immer noch auf Festbrennweiten, aber ich benutze sie halt eigentlich nur noch bei wirklichen Drehs, wo ich sage, ich habe Zeit zu wechseln. Aber die ganze Entwicklung hat natürlich bei mir auch Jahre gebraucht, bis ich ungefähr gesagt habe, hey, die Brennweite taugt mir und die nicht. Und deshalb würde ich euch empfehlen, wenn ihr komplett neu anfangt, im Endeffekt sucht euch mal eine Festbrennweite aus, mit der ihr irgendwie mal rumexperimentieren könnt. Gerade 50 mm 1,8 oder sowas ist meistens relativ billig. Gleichzeitig holt euch vielleicht noch ein relativ universales Zoom-Objektiv, um zu gucken, welche Brennweiten euch einfach nur so vom Look taugen. Und dann werdet ihr wissen, welche Festbrennweiten ihr vielleicht für das nächste Mal kauft oder ob ihr einfach wirklich bei Zoom-Objektiven bleibt. Zum Abschluss noch ein großer Tipp, was ich so bei manchen Leuten sehe. Denn gerade wenn man zum Beispiel ein Zoom-Objektiv hat, muss man einfach verstehen, wie die Brennweiten das Bild beeinflussen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden fotografieren will und der ist sehr nah, dann kann ich nicht einfach auf 28 mm runtergehen und ihn einfach fotografieren, sondern dann heißt es vielleicht, ich muss bei 50 mm bleiben und muss einfach zurückgehen. Also seid nicht faul, nur weil ihr ein Zoom-Objektiv habt, denn mit jeder Brennweite verändert ihr halt einfach das Bild. Seht es einfach mal eher so, dass ihr mehrere Festbrennweiten in einem Objektiv habt. Bevor ihr wegschaltet, um euch noch mehr Mehrwert zu bieten, habe ich unten einen Blogpost verlinkt in der Videobeschreibung. Da findet ihr das Ganze nochmal kompakter. Und dazu findet ihr auch eine Liste mit den verschiedenen Brennweiten von Handys, damit ihr ungefähr wisst, hey, wie sieht es eigentlich auf meinem Handy aus? Yes, vergesst ihr das Abo und den Like-Button nicht zu drücken und dann sehen wir uns nächstes Mal. Peace!